Die Sahaba sagten, wenn wir zu seinen Füßen saßen, waren unsere Herzen von zwei Gefühlen zerrissen. Einerseits wollten wir ihn ansehen, sein würdevolles Gesicht betrachten, doch wenn wir ihn ansahen, überkam uns Schamgefühl und wir blickten zu Boden. Amr ibn al-As sagte, ich saß mit ihm viele Male, aber wenn man mich fragt, sein Gesicht zu beschreiben, ist es mir unmöglich. Aus Ehrfurcht war ich nicht in der Lage, ihn anzusehen. Anas ibn Malik sagt, ich kam nachts heraus bei Vollmond und sah den Mond an. Er war wunderschön, ansehnlich. Also dachte ich, lass mich vergleichen, ob der Mond schöner ist als mein Gesandter. Also ging ich los und sah ihn, sallallahu alaihi wasallam, in der Ferne stehen. Ich blickte in sein Gesicht. Ich blickte zum Mond. Ich blickte in sein Gesicht und ich blickte zum Mond. Dann sagte er, Wallahi, er war schöner als der Mond in seinem vollen Umfang. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr radiallahu anhu von Mekka nach Medina auswanderte, kam er beim Zelt von Ma'bad in Qudayt vorbei. Ma'bad war eine bekannte Frau, die sich stets um die Reisenden kümmerte und sie versorgte. Und so hielt der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei ihr an. Müde von der Hijra wollten sie dort rasten. Sie fragten Ma'bad nach ein paar Datteln und Milch. Zu dieser Zeit herrschte Dürre und Trockenheit in diesem Gebiet. Und so konnte sie ihnen nichts anbieten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam blickte um sich und sah ein kleines Schaf. Und so fragte er sallallahu alaihi wasallam, gibt dieses Schaf noch Milch? Und Ma'bad antwortete, es ist zu schwach, um Milch zu geben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte sie, erlaubst du mir es zu melken? Und sie erlaubte es ihm. Und so setzte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam hin, er streichte über den Euter, stellte einen Eimer darunter und sagte Bismillah und fing an zu melken. Das Schaf gab so viel Milch, dass alle davon satt wurden. Als nun ihr Ehemann zu Hause ankam und die Milch sah, fragte er sie, ja Ma'bad, wo hast du die Milch her? Keines unserer Schafe gibt Milch. Sie antwortete ihm, ein gesegneter Mann rastete bei uns. Und er sagte ihr, beschreib ihn mir. O Muslime, seht mal die Beschreibung eures Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einige werden zum ersten Mal hören, wie unser Prophet ausgesehen hat. Ich sah einen Mann mit eindrucksvoller Erscheinung, wahir al-wada'a, ablaj al-wajh, mit strahlendem Gesicht, hasan al-khalq, von schöner Gestalt. Lam ta'ibhu nuhla, weder war sein Bauch hervorragend, wa lam tuzri bihi suqla, noch sein Kopf unproportioniert oder zu klein. Wasimun Qasim, er war proportional und zart, formvollendet, ein Musterbeispiel für die Schöpfung. Fi aynayhi da'ch, in seinen Augen war ein klarer Kontrast, die Iris immens dunkel, das Weiße überaus weiß. Wa fi ashfarihi wataf, seine Wimpern waren lang. Wa fi sawtihi sahal, in seiner Stimme lag ein natürliches Echo. Wa fi 'unuqihi sata, sein Hals war elegant lang. Wa fi lihyatihi kathatha, sein Bart voll und dicht. Azajju akram, die Augenbrauen gekrümmt, aber nicht verwunden. In samata fa 'alayhi al-waqar, wenn er still war, umhüllte ihn Erhabenheit. Wa in takallama sama wa 'alahu al-baha, wenn er sprach, war es klangvoll und klar, souverän und überwältigend. Ajmala an-nas wa abahahum min ba'id, von weitem die hervorstechendste und eindrucksvollste Gestalt. Wa ajlahum wa ahsanuhum min qarib, wenn er näher kam, war er der schönste und attraktivste. Hulul mantiq, von überschwänglicher und hoher Logik. Faslun la tadrun wa la hadar, wenn er sprach, waren seine Worte stets schlüssig. Ka'anna mantiqahu kharazatun nadhmin yatahaddar, seine Logik, seine Aussprache, seine Worte waren wie Juwelen, die von einer Kette gleiten. Man konnte ihm leicht
und fließend folgen, aber taktvoll, weder ausschweifend noch karg. Rabatun, er war von mittlerer Größe. Weder mussten die Augen angestrengt hinaufsehen, noch wäre es ermüdend gewesen, zu ihm hinabzusehen. Er warf angenehme Augen. Lahu rufaqa'un yahuffuna bihi. Er hatte Freunde, seine Gefährten, stets bemüht, ihm zur Hand zu gehen und ihn zu schützen. In qala ansatu liqawlihi. Wenn er sprach, waren sie hellhörig, um alles zu verstehen. Wa in amara tabadaru liamri. Wenn er befahl, wetteiferten sie, um seinen Befehl zu erfüllen. Das ist Muhammad Rasulullah. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam war erstaunlich gut aussehend, aber seine Schönheit war in Würde, Erhabenheit und Andacht gehüllt.